Hallo liebe Freunde, willkommen bei der Zusatzsendung von Butze spielt Teslagrad. Ich habe es euch ja versprochen, ich habe mir die Mühe gemacht und alle Schriftrollen eingesammelt. Das war ein Kampf, ganz ehrlich. Huiuiuiui, da hätte ich bestimmt nochmal 10 Folgen draus machen können. Aber, jetzt ist es ja vorbei. Die Geschichte von Teslagrad. Wir sehen hier, wie die Wikinger die Dörfer plündern und der König oder der General mit Hilfe von den Zauberern im Hintergrund besiegt die Wikinger, was ihn nicht davon abhält, sie zu seinen Soldaten zu machen. Dann wird hier davon erzählt, wie die Zauberer, die Schattenwesen, Schattenhunde, hatte ich so glaube ich mal genannt, fangen und untertan machen, um die Wikinger zu besiegen. Alles ist schön im Lande Teslagrad. Der Turm wächst und gedeiht. Es gibt Wissenschaftler, Mediziner, die Kunstbegabten, die mechanisch Begabten. Was haben wir hier? Es werden die Roboter gebaut von den Zauberern. Der mechanische Müllverbrenner da unten, den wir ganz zu Anfang besiegt haben. Die wunderbaren Raupen. Und der Baum wird gepflanzt und zu seiner vollkommenen Größe herangezüchtet. Von anderen Kulturen, so scheint es mir, kriegen die Zauberer ständig Geschenke. Da links sieht man den Metallobird, die Roboter von so einem kleinen Preußen mit Pickenhut. Und im Sandkasten finden sie das große kupferne Auge. Die Freundschaft zwischen den Zauberern und den König ist fantastisch, deswegen schmieden sie ihm die Krone. Und er denkt sich, er muss erobern. Das finden die Zauberer aber gar nicht so toll. Untersagen ihm die Hilfe. Und dann kommt der böse Geist aus den gefallenen Soldaten und nimmt von ihm Besitz. Sagt, die Krone bringt ja gar nichts. Und man sieht, wie sich Zauberer und König zerstreiten. Bis es dann letztendlich zu den jüngsten Ereignissen kommt, wo dann die Truppen vom König die Zauberer jagen. Das hat der Mann mit der Flöte gesehen, durch seine Lupe am Fenster, hat nochmal schnell für uns hier die Schriftrollen versteckt, damit wir auch alles wissen, und uns als Baby durch den Regen getragen und in Sicherheit gebracht. Und hier sieht man den Weihnachtsmann. Der hat wohl durch die Wikinger Geliebte verloren. Ist ganz traurig und wird dann von dem mittlerweile bösen König davon überzeugt, dass die Zauberer gleichzusetzen sind mit den Wikingern. Und da sieht man dann, wie der Weihnachtsmann hier schön auf den ganzen Leichen steht. Alle abgemetzelt. Sieht man so den ein oder anderen Handschuh auch noch darunter. Und hier sieht man, wie die Zauberer glücklich sind, dass der kleine Harald geboren ist. Wie sie ihm prophezeien, dass er den König niederstreckt. Und wie dann Mutter mit Harald am Fenster um ihren Ehemann trauert. Tja. So viel dazu. Und jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Neues kommt. Ob man vielleicht woanders hin teleportiert wird, weil sonst habe ich nichts gesehen.
Das sieht alles erstmal ziemlich gleich aus. Es soll ein alternatives Ende geben, aber... Naja, wir werden es ja sehen. Hier, schön. Der König, der noch gut ist. Seine Regentschaft beginnt. Alles im allem war der doch irgendwie mal ein dufter Typ. Was passiert? Hier schön, die Details. Das ist herrlich. Die Gesichter von den Zauberern wollte er nicht mehr sehen. Ist ja wahrscheinlich in irgendeiner Runenschrift Betrüger dran geschrieben. Mensch, Mensch, Mensch. Hier, der tote Vater. Immer mal die Schattenhunde hier wegbrennen. Huch. Eieiei, ob wir zu so später Stunde den König nochmal schaffen? Viel was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Herrlich hier, die Megalomanie. Von dem König. Je weiter man in das Schloss kommt, herrlich. Ein guter König, ein verbitterter König. Der böse König, wo man echt denkt, das Auge verfolgt einen. Herrlich. Hier irgendwie ein Lebensessenz aus den Mitbürgern, den Halt lässt das irgendwie locker, so gesichtstechnisch. Total entspannt. Stellt euch mal vor, ihr könntet euch so 2-3 Meter nach vorne blitzdingsen. Wäre das nicht cool? Jeder möchte ein bisschen Harald sein. So, das erste Mal mit Schwertern. So. Jawohl. Ventilatoren. Und jetzt aber, sag mal, macht er das hier alles doppelt? So, rausbeamen und zappen.
So, dritte Runde. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt nur nicht verkacken. Jawohl. Und weggesaugt. Das kennen wir schon. Praktisch, dass das jetzt hier alles an einem Ort ist. Fast. So, alternatives Ende. Sehe ich jetzt noch nicht. Majestätische Miezekatze. ...36 Schriftrollen habe ich. Und Harald? Jawohl! Harald ist neuer König von Teslagrad. Alles klar. Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Rechts geht's rein, aber ist zu. Lauf zu Mama, Harald. Ach, ist das schön. Menschen. Die Brücke wurde wieder hergestellt. Oh, guck mal. Die Geschichte vom kleinen Harald, der den König besiegt. Puppentheater. Schön. Durch Häuser durch kann Harald auch nicht, ne? Ah, alle sind glücklich. Haben was von dem großen Schatz abgekriegt. Oh. Propaganda ist auch super. Ja, liebe Freunde. Wir wollen doch hier mal gucken. Man sollte schon da oben klettern. Na, wo guckt der denn hin? Ich hoffe mal in die Zeitung.
Alle sehen's. Hm? Sollte man wohl nicht runterfallen. Ja, schöne Musik. Mutter. Ui. Mutter hat ein paar von den Wachen erledigt. Anderes Ende. Schön. Liebe Freunde, das war das zweite Ende von Tesla Grad. Schön war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich lasse das jetzt hier einfach mal so ausklingen. Tschüss.